Hi, mein Name ist Ulrich Hage, ich bin Kaktusgärtner und ich greife heute eine Idee auf, die stammt aus dem Erfurter Kunsthaus. Da gab es vor ein paar Tagen eine Aktion und zwar ging es darum, erzähl zu deiner Lieblingspflanze eine Geschichte. Und ich habe zwar jetzt keine direkte Lieblingspflanze, weil das wäre jetzt ein bisschen mies. Die Kakteen hören mir alle zu und deswegen kann ich also jetzt keinen als meine Lieblingspflanze bezeichnen. Meine Kinder habe ich auch alle gleich lieb. Aber ich habe jetzt mir einfach eine Pflanze rausgepickt, die für uns gerade in diesem Jahr, im Buga-Jahr, eine besondere Bedeutung haben. Wir haben die Pflanze nämlich zu unserem Buga-Kaktus deklariert und der hat tatsächlich auch eine ganz spezielle Geschichte. Ich zeige ihn erstmal. Dieser Kaktus, der heißt übrigens, jetzt muss ich mal aufpassen, heute wieder Parodia Leninghausi. Und der ist ein bisschen mit unserer Familie verbandelt, mit den Hages. Ich finde es also total schön. Ich muss mal gucken, ich glaube, hier sieht man das besser. So ein bisschen mal beim Hintergrund. Das ist also diese feine Bedornung, die mag ich schon sehr gerne. Aber gibt also noch mehr Geschichten dazu zu erzählen. Also das eine, guck mal erstmal die Verbandelung an. Das ist einer der Kakteen, der also schon sehr lange mit unserer Geschichte zusammenhängt. Und zwar hat, der ist 1894 entdeckt worden. Also zum ersten Mal tauchte der da in der Geschichtsschreibung der Kakteenwelt sozusagen auf. Und wurde dann hierher nach Erfurt, also zu meinen Vorfahren, in die Gärtnerei, also zu Kakteenhage geschickt worden. Die Pflanze ist in Brasilien zu Hause, dort auch entdeckt worden. Und sehr interessant, trotzdem es also eine Erstbeschreibung gab, war die also nicht ungültig, war die nicht gültig. Und das Interessante ist also, dass eine Abbildung, eine ganz kurze Beschreibung im Kakteenhage-Katalog 1894, 95, 96, also aus dieser Zeit, die ist sozusagen die botanische Erstbeschreibung, weil darin das erste Mal die Pflanze also irgendwo bildlich zu identifizieren war. Können wir schon ein bisschen stolz drauf sein. Und das Zweite, was bei dieser Pflanze sehr interessant ist, die hat einen falschen, richtigen Namen. Benannt nach dem Herrn Lenninghaus. Der Herr Lenninghaus wird mit zwei N geschrieben, also Doppel-N. Die Pflanze hat aber nur ein N. Das heißt, in der Erstbeschreibung hat die Pflanze, also hat der Erstbeschreiber, ich glaube, das ist Karl Schumann gewesen, da ein N weggemogelt. Das ist manchmal passiert, das in der Kakteenwelt. Und richtig heißt er aber eben Lenninghaus mit Doppel-N. Und da gibt es aber, also jetzt tauchen wir so ein bisschen in die Botanik ein, das Prinzip, die Erstbeschreibung hat Gültigkeit, also auch wenn sie falsch ist. Und dementsprechend muss jetzt die Pflanze sozusagen mit dem falsch geschriebenen Namen ihres Namensgebers leben. Das ist einfach so. Der Namensgeber lebt natürlich nicht mehr, aber die Pflanze hat ihn überlebt. Das ist insofern schon eine tolle Geschichte. Und es gibt noch ein paar andere Kleinigkeiten, die ich jetzt noch kurz erzählen will. Soll ja nicht so lang werden. Ich habe hier ein Pflänzchen. Kann man sehen, die haben hier oben so ein paar Samenstände. Und wenn ich die jetzt anfasse, ich mache das mal, muss ich ganz vorsichtig machen, dann könnte es passieren, dass sich das öffnet. Oh, na, die sind alle taub. Muss ich nochmal gucken. Muss ich mir noch eine suchen, wo das geht. Versuchen wir das einfach mal hier. Also was man jetzt gleich sehen wird, ist vermutlich, dass da der Samen rausrieselt. Ja, kann man das sehen? Diese kleinen schwarzen Körnchen, die rieseln da raus. Und wenn man jetzt hier runter guckt, sieht man an der Basis, sind schon wieder kleine Kakteen gewachsen. So funktioniert Vermehrung auch ohne
das Zutun des Kaktusgärtners. Und die letzte ganz kurze Geschichte, was also auch sehr auffällig ist bei den Kakteen, die gehört zu der nicht botanisch definierten Gruppe der Schiefscheitelkakteen. Das heißt, wenn ich den Kaktus jetzt hier auf den Tisch stelle, dann sehe ich, dass der immer so ein bisschen schief ist. Ja, also der Scheitel, der guckt immer so ein bisschen in eine Richtung, der ist also nicht einfach waagerecht. Und das hat tatsächlich einen tieferen Sinn. Das hilft der Pflanze, die guckt nämlich in die Sonne. Das heißt also, dieser schiefe Scheitel ist immer in Richtung Sonne gewandt. Wir haben hier noch im Gewächshaus noch ein bisschen Sonne eingefangen, man sieht das hier oben. Und das ist ganz wichtig, also alle Leute, die diese Parodia Lenninghausi ist relativ weit verbreitet. Und es gibt viele Leute, die sagen so, oh, mein Kaktus ist schief, den habe ich jetzt immer ein bisschen rumgedreht, damit er vielleicht mal wieder gerade wird. Nicht machen, es ist keine gute Idee, der Kaktus, der möchte so wachsen. Ja? Das heißt also, den nicht drehen oder rumbiegen, irgendwas damit machen, dass der jetzt wieder gerade wird. Das sollte man also tunlichst bleiben lassen. Das war meine kleine Kaktusgeschichte heute und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß damit. Das war's schon. Schöne Grüße, bleibt gesund.